So, wir waren hier in Diablo auf dem Weg zum Glückshändler. Aus dem einfachen Grund, unser Inventar quillt über vor Gold. Und das ist ein unhaltbarer Zustand, vor allem für den Goldbeutel. Deswegen verlaufen wir uns hier irgendwo zwischen den Felsen. Finden eine Brücke, gehen dort rüber und hoffen, dass dieser blöde Glückshändler irgendwas anzubieten hat. Ich wüsste zwar nicht was, aber mal gucken. Over here. Ja, bla bla bla. Cap of Harmony. Ich meine, ich habe dir schon so oft gesagt, dass du deine ganzen Gegenstände in ein wunderschönes Loch stecken kannst, aber irgendwann ist selbst das größte Loch richtig voll. Voll Scheiße einfach nur noch. Ey, was macht denn der für dumme Angebote? Schlimm, diese Leute, schlimm. Also das Cheat echt irgendwie was Besseres. Da hat wenigstens mehrere Gegenstände zur Auswahl und die sind eigentlich an sich immer nicht allzu schlecht. Aber was der hier anbietet, das ist ja jämmerlich. Das ist mein ganzes verdammtes Inventar voller Gold und ich habe Angst zu sterben. Es gibt auch nichts, in das ich investieren kann. Bisschen schade. Nun gut, wir probieren das Schwert von Griswold aus. Das, ja, mal gucken. Also ich, von den Reihen, von den Werten her würde ich es jetzt nicht nehmen. Aber ich gehe mal sehen, wie es sich im Kampf macht. Gegen irgendwelche Viecher unten hier zum Beispiel. Auf die Tür, kommt mal her. Man hat gerade die Maus ausgesetzt. An sich nicht schlecht, würde ich jetzt mal behaupten. Vor allem das mit dem, also mit dieser Bärenfähigkeit, also dass es die Dinger zurückschlägt. Ach herrje. Und ich habe keinen Bogen dabei. Kaputt. Ja, uns hat halt einen schnellen Angriff, das ist auch richtig. So, ich denke, ich warte hier einfach mal, bis alles so der Reihe nach rumkommt. Muss ich hier keine Umstände machen. Ist zwar vielleicht ein bisschen langweilig, aber immerhin sicher. So, du kaputt. Aua. Ach ja. Na komm ran. Komm du ran. Aua. Ja, ich denke, wir könnten das Schwert eigentlich behalten. Ich würde es noch gerne irgendwie verbessern. Zumindest den Schaden ein bisschen hoch machen. Und zumindest gleichwertig mit unserem Soldatenschwert ist, aber man kann nicht alles haben. Ich versuche die Heilung einsetzen. Na komm. Ich muss die Heilung nicht einsetzen. Stufenaufstieg bringt es einfach mal. Also kann man sich merken, Stufenaufstieg ist immer recht sinnvoll. So, jetzt versuchen wir noch alles hier einzusammeln. Potion of Healing, noch irgendwas? Ne. Und ein neues Level up. Stärke, Magie, Dexterity, lege ich gleich 2 drauf und hier. So. 108% Trefferchance, das geht schon mal, ne? Wir müssten. Weiß nicht, heißt das dann, dass wir ihn pro Schlag mehr als einmal treffen müssten? Oder so, ich weiß es nicht. Ich finde das mit dem Gerechne ja auch relativ, naja, eigentlich schon eine Ecke interessant. Vor allem, wenn es dann
in Richtung von diesen Pen and Paper Dingern geht. Muss mir gucken, ja, ich habe diese Angriffskarte, ich habe das und ich habe das und ich habe das und jetzt habe ich das gewürfelt. Was könnte mir denn das bringen? Schwarzwort brauchen wir nicht. Kiste, nichts drinnen, brauchen wir auch nicht. Nix haben wir genug in der Birne. Hier oben waren wir anscheinend, also ja, aber hier hinten waren wir noch nicht. Hier du, Obsidian-Lord. Geh kaputt. Quilted Armor, naja. Nicht so toll, aber immerhin magisch und wir können es mitnehmen. Also tun wir das doch. Eine Tür. Hallo. Ich frage mich, ob wir diese ganzen Gatter hier in die Höhle reinstellt. Kannst du die Tür nicht aufmachen oder was? So, geht die Tür auf. Und so kommt dein Tod näher. Fand ich auch immer so lustig, die Schreine in Diablo 2, wo dann drauf stand, des Teufels Advokat kommt näher. Und irgendwann kam da so ein Bossgegner angelatscht. Down to Level 11. Uiuiui. Das bringt uns ja richtig runter, würde ich sagen. Oh, hey, du bist an mir vorbeigelaufen. Das nächste Mal stelle ich dir ein Bein, du Sau. Ach, scheiß Säure. Unsere schönen Schuhe. Die waren gar nicht mal so billig, ja? Ach, hier ist noch mehr Krütze. Na gut, da erledige ich erstmal die Krütze hier an dem Gatter. Weil die anderen die Tür sowieso nicht benutzen können. So, stellt euch mal bitte alle in einer Reihe auf. Dass ich euch gut töten kann. Ach, ich bin der Metzelking. So, ein bisschen looten tue ich auch. Und hier unten sind noch mehr Viecher. Wunderbar. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Was machen die denn da unten? Halligalli. Geht doch mal alle sterben, wir jetzt damit. Also irgendwie sind diese gehörnten Dämonen bisher so mein Lieblingsgegner. Weil sie sind groß und fett, das heißt man hat irgendwie das Gefühl, was wirklich umgebracht zu haben. Und sie lassen nicht leicht umbringen. Finde ich alles ganz positiv. Gut, jetzt gehen wir mal kurz dahinter in den großen Raum gucken. Was uns da wohl erwarten mag. Runter zu Level 11, uiuiui. Aua, wo ist denn die Tür? Hier. Manchmal vertragen die echt viel, die Leute. Ja, die Säure, jetzt kann ich die nicht durchlaufen, ohne Schaden zu kriegen. Los, hör auf zu blubbern. Genau. Ach, eklige Viecher hier. Völlig widerlich, völlig widerlich. Hier oben ist eine Wand, so wie es aussieht. Ui, schön. Heiltränke und Mana-Tränke. Aua. Nicht nett. Gar nicht nett. So, war ich jetzt auf dieser Seite des Flusses überhaupt schon? Nee, oder? Keine Ahnung. Ich guck nochmal hin. Na gut, jetzt alles tot. Das könnte eine Erklärung dafür bieten. Ja, ich glaube, dieses Level haben wir dann auch abgeschlossen. Level Nummer 10. Ich weiß gar nicht, wie viele Level gibt es hier eigentlich? Hätte ich eigentlich nachgucken können, aber sowas wäre ja ein bisschen gespoilert gewesen. Deswegen mache ich das nicht. Gut, hier ist der Runtergang zu Level 11. Unser Inventar ist voll mit Müll und Geld. Den Heiltrank schlucke ich mal, da können wir uns wieder heilen, das ist gut. Ja. Wir sind soweit ganz gut ausgerüstet. Ich speichere ab. Und wir begeben uns runter in Level 11. In die Verdammnis. Ui.
Hier sieht schon etwas dunkler aus. Aber das soll uns nicht schrecken. Ach nein, nicht schon wieder die Kerle. Na, zumindest gehen diese einfacher kaputt. Ja, die gefallen mir besser als die Magma-Lords oder die hießen. Ich meine, hätte mir eigentlich klar sein müssen, dass die nochmal kommen. Hier in Diablo wird ja kein Gegner einfach so weggeschmissen. Die werden alle wieder recycelt. Ein bisschen neu angemalt und schon wieder auf die Bühne geschickt. Was ist denn das hier? Ein Käfig voller Drachen, hä? Oh, die Drachen können die Tür benutzen. Die haben vermutlich mal ein sehr schönes Buch namens Türknäufe für Anfänger benutzt. So, das wollte ich sagen. Manchmal können die einfach nicht die Fresse halten. Eine Ringrüstung, ui. 20. Ach Mann, ich wollte mir gerade die Rüstung an. Gargold, na klasse. Trifft er die auch mal? Machen wir die Inventar zu. Ich will mir gerade die Rüstung mal angucken. Ich wollte mir gerade die Rüstung angucken und nicht dabei draufgehen. Mach die vier doch mal kaputt. Trifft er die auch mal? So, endlich. Die halten aber einiges aus. Im Gegensatz zu mir. Los, bleib doch mal endlich da. Das geht ja, die immer weglaufen müssen. Die sind ja wohl der Hass an sich. So, 20. 22 und Bipapo und Tralala. Eigentlich kann ich die beiden Rüstungen rausschmeißen, aber solange ich nichts Besseres habe, behalte ich die mal drinne. Vielleicht kann man sie ja für noch mehr Geld verkaufen. Also, ich glaube, irgendwann bin ich auch an einem Zeitpunkt angelangt, wo ich wirklich nur noch das mitnehme, was ich jetzt wirklich aktiv für meinen Helden brauche. Weil ich muss ja nicht wirklich allen Scheiß mitnehmen. Kann ja auf die Dauer auch ein bisschen nervig werden. Langbogen, zum Beispiel. Könnte ich verkaufen, aber brauche ich nicht. Jetzt kommen irgendwie diese komischen Flattermänner an, die ich so gerne leiden mag. Also, die sollen mal ankommen, sollen sie mal. Kommt her, ihr. Jetzt halten sie wieder so wenig aus. Der kann ich natürlich beschmeißen. Und hinten geht es nicht weiter. Wunderbar. Ich muss erstmal einen Weg über diesen scheiß Fluss hier suchen. Na, hier unten den nehme ich mal. Aber erstmal warte ich hier auf dieses ganze geflügelte Dingensbummens, keine Ahnung. Warum bist du denn hergekommen? Geht's oben doch rum? Hör auf mit Scheiße zu schmeißen. Wäre ja eigentlich in Theorie, dass sie mit ihren eigenen Kot werfen. Weil es sind ja Lava-Wesen. Also kann der ihr, ne, ausgeschissenes auch ruhig glühen. Geh kaputt, geh kaputt. Kaputt, hab ich gesagt. Hörst du auch mal? Das Call of Infravision brauche ich nicht. Haha. Ich kann Magie. So, und ich habe gerade Bock auf Pfirsiche aus der Dose. Ich weiß auch nicht warum, aber irgendwie habe ich gerade Bock drauf. Oh, aber dürft ihr doch jeden angeschlagen haben, ey. So, der kaputt. Na, du auch kaputt. Oh Mann, ey. Geh kaputt. Gold sammle ich ein. Du gehst wieder auch mal. Geh kaputt. Hallo? Wer bist denn du? Hallo? Na endlich! Harte Lederrüstung. Jetzt haben wir drei Rüstungen im Inventar, so ein Quatsch. Naja. Wir brauchen das Geld, ja, oder so. Bestimmt, vielleicht. Oder auch nicht. Aber ob wir hier irgendwas brauchen werden oder ob wir gleich draufgehen, sehen wir dann in der nächsten Folge von Diablo. Und bis dahin erstmal tschüssi.